Ein riesiges Fragezeichen steht momentan über Deutschland. Und die große Frage ist, wer wird das Land künftig regieren? Eigentlich dachte man ja, es läuft alles auf ein Jamaika-Bündnis hinaus aus Union, also CDU, CSU, Grünen und FDP. Aber daraus wird nichts. Was kommt stattdessen? Wie geht es weiter? Wird Deutschland erstmal ohne Regierung dastehen? Darum geht's jetzt. Zuerst mal vielleicht die naheliegendste Frage. Was ist überhaupt passiert? Passiert ist Folgendes. Die CDU, die CSU, die Grünen und die FDP haben sich nach der Bundestagswahl vom 24. September getroffen und haben immer wieder verhandelt über eine mögliche gemeinsame Regierung. Ein sogenanntes Jamaika-Bündnis, orientiert an den Farben der jamaikanischen Flagge, den Farben der entsprechenden Parteien. Warum gerade diese Parteien? Naja, das hängt damit zusammen, dass die SPD gesagt hat, sie stünde für eine große Koalition, die andere Option, nicht zur Verfügung. Also gab es sogenannte Sondierungsgespräche. Die werden immer geführt, um auszuloten, ob man Gemeinsamkeiten findet, genügend Gemeinsamkeiten, um Koalitionsverhandlungen zu führen. In der Folge kam es zu einer ganzen Reihe der wichtigen Politikerinnen und Politiker der entsprechenden Parteien, teilweise bis in die Nacht, Nächte wurden auch durchgemacht. Und der große Stichtag war eigentlich der Freitag, da wollte man fertig sein, hat nicht ganz geklappt. Es hat dann doch bis Sonntagnacht gedauert, also bis zur letzten Nacht. Und dann, relativ überraschend, ist Christian Lindner, der Chef der Partei FDP, vor die Mikrofone getreten und hat gesagt, nein, das wird nichts. Wir erteilen Jamaika eine Absage. Im Wortlaut klingt das so. Wir wären gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Das hat Christian Lindner gesagt und damit war klar, Jamaika wird in Deutschland definitiv nicht kommen. Vertreter der anderen verhandelnden Parteien haben das kritisiert. Teilweise wurde der FDP sogar unterstellt, sie hätte von Anfang an gar nicht vorgehabt mitzumachen. So genau lässt sich das aber vermutlich nicht aufklären. Man weiß es auch nicht so genau, woran es letztendlich gescheitert ist. Man vermutet, es hängt mit dem Familiennachzug für bestimmte Flüchtlinge zusammen. Da hat die FDP gesagt, nein, mit uns nicht. Die Grünen haben gesagt, doch, das muss so sein und daran könnte es gescheitert sein. Aber das ist jetzt alles erstmal im wahrsten Sinne des Wortes von gestern. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, wie geht es denn eigentlich weiter? Naja, da hat Deutschland jetzt insgesamt 4 Optionen. Die erste Option, die hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute bei einer ganz kurzen Rede ins Gespräch gebracht. Frank-Walter Steinmeier kommt jetzt sowieso eine zentrale Rolle zu, obwohl er ja eigentlich als Bundespräsident eher repräsentative Funktion hat. Aber bei der Regierungsbildung hat er eine wichtige Funktion, kommen wir gleich noch drauf. Jetzt erstmal zu dem, was er gesagt hat. Er hat an alle, in diesem Fall relevanten Parteien appelliert, dass sie sich doch nochmal zusammensetzen. Er hat gesagt, er wird auch nochmal Gespräche führen mit den Chefs der Parteien, der Jamaika-Parteien, aber auch anderer Parteien, die eventuell eine Regierung bilden könnten. Das war natürlich an seine Partei gerichtet, die SPD, und hat gesagt, Neuwahlen sind die schlechteste Option, da muss es vielleicht auch noch eine andere Lösung geben. Also Option Nummer 1 wäre, es kommt doch noch zu Jamaika, das wäre aber vermutlich nur dann möglich, wenn Christian Lindner zurücktritt, wenn vielleicht auch Horst Seehofer von der CSU zurücktritt und dann neue Köpfe da sitzen, die nochmal neu verhandeln. Aber das wäre eine ziemlich langwierige Sache, Beobachterrecht nicht damit, dass es dazu kommt, aber theoretisch möglich ist es. Und möglich ist auch eine andere Koalition und damit sind wir auch schon bei Option Nummer 2. Und diese Nummer 2 wäre eine große Koalition aus Union und SPD. Diese große Koalition hat es ja inzwischen in der Geschichte schon 3-mal gegeben. In den vergangenen 4 Jahren gab es die auch. Die SPD hat aber gesagt, wir wollen diese große Koalition nicht. Und sie hat das heute auch nochmal bekräftigt. Der Parteichef und ehemalige Kanzlerkandidat Martin Schulz hat gesagt, nein, wir wollen nicht die große Koalition. Wir wollen in die Opposition. Wir wurden vom Wähler abgewählt und dieser Verantwortung stellen wir uns auch in dem Sinne, als dass wir nicht in die Regierung gehen, denn das wollte der Wähler nicht. Das ist die Argumentation der SPD und deswegen ist so eine große Koalition sehr, sehr unwahrscheinlich. Es wird aber gemunkelt, dass es vielleicht doch klappen könnte, nämlich dann, wenn Martin Schulz zurücktritt und auch wenn Angela Merkel nicht mehr als Kanzlerin antritt. Da gibt es wohl einige in der SPD, die diese Lösung bevorzugen, aber nach dem, was da heute gesagt wurde und nachdem der Parteivorstand sich eindeutig entschieden hat, dafür nicht in die Große Koalition zu gehen, ist das dann doch eher sehr unwahrscheinlich. Und damit sind wir auch schon bei Option Nummer 3, nämlich bei einer Minderheitenregierung. Eine Minderheitenregierung wurde ja auch direkt nach der Wahl immer mal wieder ins Gespräch gebracht und das bedeutet ganz konkret, dass es eine Regierung gibt, die keine eigene Mehrheit im Parlament hat. Das heißt also, wenn Gesetze auf den Weg gebracht werden sollen, dann muss sich die Regierung immer wieder andere Parteien suchen, die da mit ins Boot kommen. In Skandinavien klappt das in einigen Ländern immer wieder ganz gut. In Deutschland gab es das bisher nicht auf Bundesebene, nur auf Länderebene. Da hat es meistens eher bedingt geklappt.
Möglich wäre es aber. Zum Beispiel eine Minderheitenregierung aus Union und FDP. Die hätten so ungefähr 30 Sitze, die ihnen noch fehlen würden. Und aus Union und Grünen, da wären es ungefähr 40 Sitze, die fehlen. Also 40 Stimmen bräuchte man da dann von anderen Parteien. Aber das Problem ist, es gab ja diesen großen Streit jetzt eben bei diesen Sondierungsgesprächen. Und dass Union und FDP sich zusammentun zu einer Minderheitenregierung, das ist unwahrscheinlich, genauso wie, dass sich vor allem die CSU und die Grünen zusammentun. Auch das ist eher unwahrscheinlich. Unmöglich ist es nicht, aber vermutlich wird es dazu nicht kommen. Es gibt noch eine dritte Variante in diesem Fall, nämlich, dass die Union alleine eine Minderheitenregierung stellt. Da bräuchte sie aber noch eine ganze Menge mehr Abgeordnete anderer Parteien. Das könnte spannend werden, aber Beobachter sagen, das sorgt für viel Instabilität und das wiederum würde Deutschland als wichtige Wirtschaftsmacht in Europa und auch in der Welt ordentlich schaden. Das wäre für die deutsche Wirtschaft nicht gut und das wäre auch generell für das politische Bild in Deutschland nicht gut. Aber möglich wäre auch das. Ja, und damit sind wir auch schon beim Schluss und bei der vierten Option. Bei der Option, die Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, wie vorhin schon gesagt, gar nicht gut findet, die er für eine schlechte Lösung hält, nämlich Neuwahlen. In anderen Ländern können Neuwahlen dadurch herbeigeführt werden, dass das Parlament sagt, wir lösen uns auf, wir wollen Neuwahlen. Das geht in Deutschland nicht nach den Erfahrungen der Weimarer Republik, in der es ständig Neuwahlen gab, was im Endeffekt die Demokratie beschädigt und auch beseitigt hat. In Deutschland ist es grundgesetzlich ein bisschen komplizierter geregelt. Da gibt es zwei Möglichkeiten für Neuwahlen. Die eine ist, dass der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin dem Bundestag die Vertrauensfrage stellt. Und wenn ihm dann in einer Abstimmung das Vertrauen entzogen wird, oder ihr in diesem Fall bei Angela Merkel, dann kann der Bundespräsident sagen, okay, das ist alles total unsicher und so, es muss Neuwahlen geben und zwar innerhalb von 60 Tagen. Bisschen vereinfacht dargestellt, mehr dazu findet ihr unten in der Infobox. Die zweite Variante ist die, dass der Bundespräsident sagt, okay, es gibt jetzt hier keine Koalition, das funktioniert alles nicht, aber ich suche mir trotzdem einen Kanzlerkandidaten aus und den schlage ich dem Bundestag vor. Das könnte Angela Merkel sein. Der Bundestag muss dann entscheiden, muss darüber abstimmen, ob Angela Merkel Bundeskanzlerin werden soll, mit einer Minderheitenregierung. Wenn der Bundestag sich im ersten Wahlgang nicht mit absoluter Mehrheit dafür entscheidet, dann muss innerhalb von 2 Wochen so oft abgestimmt werden, bis es geklappt hat. Und wenn das am Ende nicht geklappt hat, dann gibt es nochmal einen Wahlgang, einen dritten Wahlgang, bei dem es einfach reicht, dass derjenige, der Bundeskanzler werden will, die meisten Stimmen hat. Dann kann der Bundespräsident sagen, okay, der oder diejenige wird Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler. Ihr merkt, das ist alles ziemlich wackelig und ich denke mal, wenn es Neuwahlen geben sollte, wenn das wirklich der Weg ist in Deutschland, dann wird eher der erste Weg gegangen mit dem Vertrauen oder eben mit dem Misstrauen. Auch zum zweiten Weg habe ich euch aber unten nochmal was in der Infobox verlinkt. Das sind also die Optionen, die es gibt. Möglich ist, wie gesagt, alles, aber das eine ist wahrscheinlicher als das andere. Es könnte auch eine Kombination sein, zum Beispiel, dass es eine Minderheitenregierung gibt, mit dem Plan, in 1 oder 2 Jahren Neuwahlen herbeizuführen. Sowas in der Art gab es mal in Nordrhein-Westfalen. Also so eine Mischform, theoretisch ist das möglich. Wenn es grundsätzlich Neuwahlen gibt, ohne eine Minderheitenregierung vorne dran geschoben, dann wird es diese Neuwahlen voraussichtlich Ende Januar, Anfang Februar geben. Also schon ziemlich bald und dann geht der ganze Wahlkampf von vorne los, beziehungsweise so richtig aufgehört hat er ja noch nicht. Und was auch ganz interessant ist, ist die Frage, haben wir denn jetzt überhaupt eine Regierung oder haben wir die nicht? Die haben wir, die alte Regierung ist weiterhin geschäftsführend im Amt. Soll aber einfach nur die Geschäfte weiterführen, aber keine großen Entscheidungen mehr treffen und vor allem kann Personal auch nicht mehr so einfach ausgetauscht werden. Also eine schwierige Sache. Angela Merkel bleibt auch geschäftsführend im Amt, so lange, bis es einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin gibt. Vieles ist also offen. Mich würde mal interessieren, was wäre denn für euch die beste Lösung? Sagt ihr, eine Neuwahl wäre eigentlich die sauberste Lösung. Da sagen ja viele gerade linksorientierte Kräfte in Deutschland, das würde die AfD stark machen. Oder sagt ihr, so eine Minderheitenregierung könnte ganz sympathisch sein, muss man sich ständig neue Partner suchen, das belebt die Demokratie. Oder sagt ihr wiederum, die sollen sich zusammenraufen und es soll doch Jamaika werden oder doch eine große Koalition. Was ist eure Meinung? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und ich bin auch gespannt, wie die nächsten Wochen weitergehen. So eine Situation gab es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie. Es gab zwar immer schon längere Phasen, in denen dann sich Koalitionen gebildet haben, zum Beispiel bei der Großen Koalition 2005, aber so eine Situation wie jetzt, dass Gespräche gescheitert sind und der Bundestag erstmal so dasteht, ohne eine richtige Regierung, beziehungsweise nur mit geschäftsführender Regierung, das gab es noch nicht. Also sehr spannend. Zum geschichtlichen Teil habe ich euch auch nochmal was verlinkt. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Hier geht es noch weiter mit einem Video von mir aus der vergangenen Woche. Bis zum nächsten Mal.